Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker Mode. Ich habe so lange Pause gemacht, dass sich der Controller ausgeschaltet hat. Moment. Und er geht wieder. Oder auch nicht. Hallo? Doch. Passt. Gut, Leute, wir haben jetzt noch einen Raum vor uns. Hä? Moment, wo bin ich? Hilfe! Aha. Wir haben jetzt noch einen Raum vor uns. Und ich bin gespannt, ob wir den auch im Resident Evil 4 Remake Berserker Mod skippen dürfen. Oder ob hier etwas verändert wurde. Ah, die geben einem hier sogar eine schwere Handgranate. Also entweder trollen die hier ultimativ. Oder sie sagen, ja, ja, hier, skip. Alles gut. Nice. Weil normalerweise, falls ihr das nicht wisst, lässt der hier halt die Zugbrücke runter. Und dann sitzen wir in der Falle. Aber jetzt haben wir die Falle kaputt gemacht, ne? Es hat sich ausgefallet. Oh, wo kommst du denn so schnell her? Turbo oder was? Die waren jetzt tatsächlich... Die haben mich jetzt tatsächlich überrascht. Sehr viel schneller, als ich dachte. Oh, natürlich geht jetzt die Munition aus, weißt du? Warum hat es nicht irgendwie... Das war gerade ein komischer Bug irgendwie. Keine Ahnung, das war weird. Ah, wo kommt denn der her? Ohne Scheiß, ey. Das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Das eskaliert gerade. Das eskaliert alles ein bisschen zu schnell. Leon, hilf mir! Danke. Jederzeit. Ja, natürlich kommt da ein Tentakelmonster raus. Warum sollte da auch kein Tentakelmonster rauskommen? Nicht wahr? Jetzt verstehe ich auch, warum der Mod einem erlaubt, hier zu skippen. Weil er sagt, ja, du kannst schon skippen. Wird trotzdem krass. Und ist doch wurscht. Ha! Und er sich cool vor Leon. Das war so. Ha, dem habe ich es gezeigt. Ah, Gott, nein! Nicht schlecht, ne? Er ist schon lustig mit seinen Sprüchen. Thank you.
Mach jetzt mal den Mund auf. Komm. Im Ernst? Ach so, alles klar. Okay. Ich auch, Leon, ich auch. Aber die leider noch nicht. Aber der war schön gerade, ne? Meine Güte! Shit, jetzt haben wir gerade ein kleines Problem, weil mir geht die Munition aus. Und ich muss jetzt schnell Ashley retten und da steht ein Trottel vor mir. Okay, wartet. Okay, scheiße, okay. Ich komm schon. Warum habe ich keine Waffe ausgerüstet? Oh, das eskaliert hier so krass. Mein Gott, die haben aber hier den Gegnerregler schon auch auf 11 gedreht, oder? Das ist nicht normal. Zwei weniger sogar, Leon. Das waren zwei auf einen Streich. Er ist so bescheiden. Komm schon. Hören die hier jemals auf? Hören die hier jemals auf, Leute? Hört ihr jemals auf? Das wird laut. Reiß dich ein bisschen zusammen, Ashley. Es ist überhaupt nichts passiert. Yep. Shit. Du bist verletzt. Mir geht's gut. Das war eine Armee, ey. Ashley, du hast absolut recht. Ich bin wirklich ein bisschen verletzt, ne? Heilen wir uns mal. Keine Sorge. Das war jetzt aber wirklich ein Kampf. Meine Güte. Der Kampf des Jahrtausends. Hui. Was für eine endlose Armee da auf uns zumarschiert ist. Mich würde interessieren, was, wie viel, wie, meine Güte. Und da muss man berücksichtigen, dass ich oben auf der Galeria auch schon eine gute Handvoll weggeschossen habe, ne, bevor es überhaupt losging. Holy shit. Hey, wenn ich da in die Falle getappt wäre, ne, ohne den Granatentrick, das wäre richtig spannend geworden. Holy shit. Bin ich froh. Bin ich froh, dass wir da gut der Falle wenigstens entgangen sind. Ich höre hier irgendwie noch was glibbern, ne? Irgendwie müsste hier fast noch ein Gegner sein. Aber wo? Computer sagt nein. Dann nehmen wir doch den gratis Raketenwerfer mit. Haha. Das ist nice. Das ist schön, dass hier ein gratis Raketenwerfer liegt. Weil im Original Resident Evil 4 gibt es auch einen Raum, der lose, würde ich sagen, hier so diesen Raum repräsentiert. Auch mit so einer Zugbrücke, also so einem Steg, der runtergefahren werden kann. Und da kriegt man eben auch in einem Schaufensterkasten einen gratis Raketenwerfer geschenkt. Finde ich nett, dass sie das hier auch gemacht haben. Na gut, dann holen wir uns jetzt mal unseren Questgegenstand, weswegen wir eigentlich hier sind, würde ich sagen. Das war ein bekloppt cooler Raum. Und jetzt spawnen wahrscheinlich die zweite Welle. Nein, es ist wirklich so. Seid ihr irgendwie alle dumm?
Noch wer? Okay. Das war irgendwie schon cool, muss ich sagen. Die haben hier nicht viel verändert tatsächlich. Nur die Gegnersumme haben sie ordentlich erhöht. Und das war jetzt, selbst wenn man der Falle entgeht, ne, selbst wenn man nicht runter in die Grube gekurbelt wird, selbst dann war das jetzt ein ziemlich krasser und cooler Kampf. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut, was sie hier gemacht haben. Finde ich sehr schön. Oh je, Leute. Oh je. Jetzt. Gute Arbeit. Habe ich Angst. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Weiterhin viel Glück, Fremder. Angenehme Reise. Gute Besserung. So. Ashley, bist du bereit? Ich lauf nicht weg. Wart auf mich, Leon. Okay. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich bin stark dafür, dass wir den Part nicht skippen. Also auch wenn die Uhrzeit überhaupt funktionieren würde, ne? Sondern stattdessen würde ich gerne sehen, was sie sich hier ausgedacht haben. Und ich will natürlich auch die Bonuswaffe mit Leon nachher, ne? Und dafür müssen wir mit Ashley ja ein bisschen was machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das frustrierend werden könnte. Weil ein Treffer, ne? Und vorbei ist mit Ashley. Ich hätte wirklich gern die Ritterrüstung für sie hier. Ich habe die Passage beim ersten Mal echt gerne gemacht. Beim zweiten Mal auch. Und ab dann war ich schon sehr froh, dass Ashley die Ritterrüstung anhat, ne? Einfach so. Irgendwann ist dann auch gut hier mit der Passage. Ich bin gespannt, ob die dir hier verändert haben. Und wenn nicht, dann bin ich eigentlich ganz froh. Vielleicht haben sie sie auch leichter gemacht. Auch das haben wir ja schon erlebt. Ach, guck mal, wie hier Licht unter dem Türspalt durchkommt. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Nettes kleines Detail. Das ist ja auch schön mit dieser Kapuzengestalt hier. Ist das schon immer so? Auch irgendwie stimmungsvoll, schön gemacht. Hat man Angst, drauf zuzugehen? Obwohl, naja, in dem Mod kann man nie sicher sein. Ich wollte gerade sagen, obwohl man weiß, dass nichts passiert. Aber naja. Naja. Moment, wo muss ich jetzt eigentlich wirklich hin? Jetzt mal ohne Witz, ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon so lange einfach die ganze Passage hier geskippt, dass ich mich hier gar nicht mehr auskenne.
erschlossen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was unser... Müssten wir nicht schon die Laterne haben? Oder habe ich was übersehen? Oder... Hä? Soll ich jetzt die Uhr wirklich schon stellen? Wollen die, dass ich hier alles skippe? Ich bin gerade wirklich verwirrt. Jetzt gehe ich noch mal kurz zurück, aber ich habe nichts übersehen. Das gehört schon so. Nee, man muss hier schon durchs Dunkle durch, ne? Oder? So, ich bin jetzt wortwörtlich orientierungslos. Jetzt gehe ich wirklich noch mal kurz gucken. Okay, erstmal brauche ich Licht. Ja, das habe ich mir auch gedacht, Ashley. Aber müsste das Licht nicht hier sein? Bringe ich da gerade was durcheinander oder hat der Mod das verändert? Ich bin gerade schwer verwirrt. Ohne Lampe komme ich doch hier überhaupt nicht weiter, oder? Ach so, I guess ich kann hier kurbeln. Eine Geheimtreppe? Führt vielleicht zu einem geheimen Zimmer oder so. Oh, ich hätte es jetzt so cool gefunden, wenn Ashley sich das Sturmgewehr hätte nehmen können. Wie awesome wäre das? Stellt euch das vor, wenn der Mod... Oh mein Gott, ich würde so feiern. Stellt euch vor, der Mod würde so funktionieren, dass ich Ashley hier das Sturmgewehr nehmen darf und dann die Ritterrüstungen einfach wegballert. Yep, da wäre ich dabei. Holy shit. Bitte nicht. Oh, ich bin in der Sackgasse, das ist schlecht. Das ist irgendwie lustig mit den Schlüsseln, ne? Weil da wird so getan, als ob man hier irgendwie Zeitdruck hätte und schnell den richtigen Schlüssel finden muss. Aber in Wirklichkeit hat man unendlich Zeit. Die Zeit bleibt stehen. Also zumindest im Hauptspiel. Wer weiß, wie sie im Mod ist. Ja, ich denke mal ähnlich. Ja, welcher ist es denn? Schnell! Wir haben nicht mehr viel Zeit! Puh, das war knapp. Also bisher, glaube ich, hat sich da tatsächlich nichts verändert. Ich war, glaube ich, nur verwirrt am Anfang. Na? Wie gesagt, die Passage wird normalerweise geskippt. Ja, aber die Animation deutet schon darauf hin, dass ich hier die Laterne schon haben. Ja, wir sollten die Laterne schon haben. Ich habe mich doch nicht getäuscht. Halt durch! Ich überleg mir was. Müssen wir die Passage ohne Laterne machen? Ich könnte mir vorstellen, das wäre schon giga gemein. Naja, dann viel Spaß.
11.04 Uhr. Sag bloß. Sag bloß. Yes, den Schatz können wir tatsächlich sehr gut brauchen, ey. Runde Steine sind feine Steine. Und mit diesen weisen Worten, Leute, schicke ich euch jetzt in Jenseits. Entschuldigung, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.